Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Let's Play, das ich ja schon angekündigt hatte. Soweit ich weiß, es ist ein relativ kurzes Let's Play, deswegen habe ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut jetzt mit zu Alice, da ich jetzt ein bisschen vorproduzieren muss. Der ein oder andere kennt es bestimmt auch schon. Wir spielen The Park. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. So, und da wären wir. Genau. Wir spielen die Mutter von dem kleinen süßen Callum, heißt er, soweit ich weiß. Der seinen Teddybären vermisst. Und anscheinend hat er ihn in diesem Freizeitpark da vorne irgendwo verloren. Und wir müssen ihn jetzt finden. Attention patrons, the park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees, prepare the park for shutdown. Atlantic Island Park heißt der Freizeitpark. Ich habe das Spiel gerade eben auch schon mal ganz kurz gestartet gehabt, um zu gucken, ob alles mit der Grafik und so passt. Timer läuft auch wieder mit, auch bei diesem Let's Play. Genau, auch dieses Spiel ist grafisch echt richtig hübsch gemacht. Okay, wir gehen mal nach da vorne. Okay, wir müssen die rechte Maustaste klicken, um mit Sachen interagieren zu können. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Ich muss ganz mal kurz mal schauen. Kann man hier eventuell Untertitel anmachen? Was ist denn? Nee, ich meine mich zu erinnern zu können, dass man bei dem Spiel keine Untertitel anmachen konnte. Also ich bin nicht so super im Englisch Texte übersetzen, aber ich werde mein Bestes geben. So, hier haben wir ein kleines Schild über den Atlantic Island Park. A tribute to the untamed heart of Solomon Island and the people who used their talents to bring the dream of Nathaniel Winter to life. May this park be a place where joy and laughter are gathered and used to infect all of those who follow after. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das heißt. nur der zweite Abschnitt soll heißen, dass dieser Park Freude und Lachen bringen soll.
Und alle, die danach kommen, sollen damit auch infiziert werden. Also es soll anscheinend ein lustiger Park sein. Ein fröhlicher Park, wo Kinder fröhlich rumspringen können. Oder irgendwie sowas. Okay. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. So, wir heißen anscheinend Lorraine und Calum ist gerade einfach hier durchgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie er es gemacht hat, weil die Teile hier waren vorher noch verschlossen. Okay. Wait up there for Mommy, Calum. Catch me, Mommy. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Aha, das war anscheinend der Gründer vom Atlantic Island Park, der Nathaniel Winter. Na dann. Wait up there for Mommy, Callum. This way. Da oben sehen wir ihn ja auch schon. Also folgen wir ihm mal. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Und hier sehen wir jetzt auch schon, irgendwas ist hier ganz und gar nicht richtig. In diesem Park. Es ist ganz plötzlich Nacht geworden. Oh Gott. The park. What happened here? Lasst mich raus! Ich sollte vielleicht auch erwähnen, dass das ein Horrorspiel ist. Nur so am Rande bemerkt. Warum müssen wir hier rennen? It's easy to get lost here. Okay. Ferris Wheel. Octotron, Bumpercars, Rollercoaster, House of Horrors. Das wird bestimmt lustig. Okay, wir sind da unten bei Sideshow Alley. Und dann gibt's noch Tunnel of Tales. Okay, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Da hinten sehen wir schon das Riesenrad. Wait for Mommy. Ich will gar nicht in die Häuser gucken, um ehrlich zu sein. Okay. Oh wow, toll. Ich glaube, das ist das House of Horrors. Ich weiß nicht, ob ich da als erstes reingehen will. Nö. Ich meine, man kann da auch erst am Schluss rein. Als allerletztes. Bist du bitte still? Kann ich hier drauf? Oh. Wenn man schon mal in einem Freizeitpark ist. Okay. Wir gehen als erstes mal
zum Rollercoaster, also zur Achterbahn. Oder auch nicht, weil ich da noch nicht lang kann. Und im Laufe des Spiels werden wir ja auch die Geschichte hinter dem Ganzen rausfinden, warum der Park anscheinend geschlossen wurde. Was? Carrie Killian ist Satans Rohr. Also wer auch immer Carrie Killian ist, ja. Nö. Nö. Warum sollte ich denn da jetzt auch als erstes reingehen? Callum? Hallo? Irgendjemand da? I'm not playing anymore, Callum. Over here. Ich schwöre, wenn du jetzt gleich hier rausspringst. I think this belongs to Callum. Okay. Unser Junge hat anscheinend einen Schuh verloren. Hallo. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad can be seen in daily ice sculpting shows in the following locations. Chad the Chipmunk worst in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead end job. Chad will die a useless slope. Liebreizend. Chad, was ist mit dir passiert? Mess? Kann ich hier rein? Nein. What's this? Was? Hört ihr das auch? Okay. We just went on Solomon Island for pittance. I met it. Whatever old Archie Anderson did to the locals, just the mention of his name had people slamming doors and locking shutters. From the moment I arrived on the island. Okay, also Menschen haben diesen Archie Henderson gemieden, also sie haben alle Türen und Fenster verriegelt. Wenn man schon seinen Namen in den Mund genommen hat, sozusagen. My lawyers had arranged everything in advance, but the realtor? He took it upon himself to offer me another warning. Also wer auch immer das hier gerade geschrieben hat, Archie Henderson hat ihm... Psst, sei still! Von sich selbst eine Warnung noch gegeben. I don't know what you're planning to do with this land, Mr. Winter, but the soil here is bitter with a curse carried from the old country. Old man Henderson, he did terrible dark things. The land remembers, sir.
Okay, also das ist anscheinend an den Gründer vom Atlantic Island Park gerichtet. Ich weiß nicht, was sie mit diesem Land hier tun wollen, Mr. Winter. Aber dieser Platz hier ist irgendwie verflucht. Und Old Man Henderson, er hat schreckliche Dinge hier getan und das Land erinnert sich daran. I dismissed him shortly afterwards, mostly amused by his pathetic attempts at warning me off. I have a great vision for this place and the will to see the vision through to the very end. Also er hat sich von diesen Warnungen nicht wirklich beeinflussen lassen. Und er hat große Vorstellungen, was mit diesem Land hier passieren soll. Also mit, anscheinend hat er den Park damit gemeint. Atlantic Island Park. The name is perfect and I cannot imagine it being anything else. This is the start of something amazing. Oder auch nicht. Kommt das da raus? Es hat aufgehört. Also es war nur da, als wir den Brief gelesen haben. Hello? This way, Mommy. Okay. Wir müssen immer noch Caleb finden. Okay. Hallo? Okay, also wir müssen als erstes in den Tunnel of Tales. Ich bin sehr begeistert. Callum, stay where you are! Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Come out, sweetie. Callum, where did you go? Als ob der hier noch alleine drin ist. Near a great forest, there lived a poor woodcutter. His wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband. We will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife. I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Oh my god. Oh, bitte mach nichts. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait for them, then follow the trail back to their parents' house. Oh, bitte. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself,
the wife told the woodcutter. Chad ist so beängstigend. Der ist so creepy einfach nur. And led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. At my house. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool! The old witch said. The opening is here! And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. So ging Hänsel und Gretel aber nicht aus, oder? Oh, was bist du? Was? Oh. Okay, das war sehr, sehr gruselig. Noch gruseliger als dieser Chat da gerade drin. Oh.